Willkommen zurück. Ich möchte euch mit diesem Video daran erinnern, wie sensationell gut die einfachste Übung der Welt ist, nämlich der Deadhang, also das simple Aushängen an der Stange oder an Ringen. Warum sollten wir diese Übung immer mal wieder in unser Training einbauen? Ja? Es ist letztendlich eine der besten Übungen, um Länge auf unsere Muskelketten zu bringen. Wenn ich mich an eine Stange hänge und passiv komplett aushänge, mich fallen lasse, passiver Hang, eine saubere Hollow Rock Position habe. Ja, Hollow Rock bedeutet Zehenspitzen von euch weg. Ich habe ein bisschen Spannung in der Hüfte und bilde letztendlich so eine leichte gewellte C-Form, wie ihr hier seht. Ja, das hier passiv. Diese Übung bringt unfassbar viel Länge auf den Latissimus, auf die Brustmuskulatur. Ja, sie hilft euch ein bisschen die Schulterblätter zu befreien, dass die freier rotieren können. Es gibt eine super Challenge von Ido Portal. Das ist die Hang Challenge. Das bedeutet, jeden Tag 7 Minuten hängen, aushängen über einen Monat. Das klingt erstmal brutal. Man muss allerdings dazu sagen, erstens, das sind keine 7 Minuten am Stück, sondern ihr könnt das über den ganzen Tag so verteilen, wie ihr wollt. Ja, ihr könnt zum Beispiel morgens 1 Minute hängen, dann immer aufgeteilt in 30 Sekunden und dann habt ihr die 7 Minuten über den Tag verteilt. Zweitens, kein Mensch sagt, dass diese 7 Minuten eine Zahl sind, die unbedingt eingehalten werden muss. Ich mache zum Beispiel aktuell die Challenge und versuche jedes Mal, wenn ich in der Box bin, ja, oder irgendwo, wo ich eine Möglichkeit habe, mich mal auszuhängen. Es ist natürlich nicht überall möglich. Zu Hause ist es schwer. Ich habe keine Klimmzugstange zu Hause. Im Türrahmen fühlt es sich nicht so gut an, ja, mit den Fingern da drin zu hängen. Aber überall, wo ich eine Stange zur Verfügung habe, und in der Box bin ich ja fast jeden Tag, hänge ich mich meistens mit einem Intervalltraining 30 Sekunden an die Stange, mache 30 Sekunden Pause. Das mache ich 10 Minuten lang. Und so fülle ich dann quasi mein Hängkonto und habe wirklich viele, viele Minuten dann am Tag in der hängenden Position verbracht. Man kann natürlich auch aktiv hängen, aber das soll nicht das Thema vom Video sein. Aktiver Hang würde sein, ich habe ein bisschen Spannung in den Schultern. Ja? Man kann auch einhändig hängen und da ein bisschen und natürlich auch aktiv einhändig hängen. Das kann man alles machen. Ist aber wie gesagt jetzt nicht der Plan. Ich möchte eigentlich nur mit diesem kurzen Video nochmals daran erinnern, dass diese Übung, das Hängen, der Dead Hang, eine der besten Übungen ist für befreitere Schultern, eine gute Beweglichkeit hier vorne in der Brustmuskulatur, ja, weil letztendlich der Brustmuskel, wenn ihr den mal greift, hier reingreift, ne, in die Achselhöhle und jetzt den Arm nach oben nimmt, dann merkt ihr, wie der Länge bekommt, hoffentlich bei euch. Und das ist letztendlich die Position, die ich hier habe, ja, weil das ist der Pectoralis Major hauptsächlich und der ist hier oben eben befestigt. Und wenn ich den hier greife, ja, und hier bewege, den Arm beim Kopf, dann merke ich, wie der Länge braucht. Das gleiche habe ich beim Latissimus hinten. Und so zieht sich diese ganze Mobilisierung letztendlich durch die ganzen Ketten bis nach unten. Deswegen immer mal wieder hängen, ja, just einfach an die Stange ran, aushängen. Eure Dauer, es müssen keine 7 Minuten sein. Das letztendlich nur als kleine Erinnerung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Gerne einen Daumen hoch da lassen. Gerne diesen Kanal abonnieren, es würde mich freuen. Und gerne auch kommentieren, wie ihr diesen Deadhang in euer Training integriert und ob ihr ihn integriert. Und wenn ihr nicht integriert, dann gerne auch, warum ihr ihn nicht integriert. Bleibt geschmeidig, euer Mobility Coach Benny.